Taddel saß mal in der Bahn und war tausendmal cooler. Jetzt läuft er durch den Park und ist tausendmal uncooler. Für dieses Intro solltet ihr mir schnell ein Abo und Like da lassen. Es geht um Taddel und warum er sich exposed hat und was wirklich dahinter steckt. Wollte er wirklich einfach nur seine Gefühlen freien Lauf lassen oder steckt da vielleicht noch mehr dahinter? Wir werden es herausfinden. Folgt mir auf Twitch, zweiter Link in der Beschreibung. Sonst werde ich euch persönlich zu Hause besuchen. Vor kurzem hat sich Taddel komplett selber exposed. Ich bin ein notorischer Lügner. Cringes Intro. Franz Silvania, ich wollte dir gerade VIP geben, jetzt kriegst du einen Bann. Ich bin ein Hochstapler, ich bin ein Blender, ich sage A, aber mache B. Er hat geleakt, dass er davon ausgeht, dass er narzisstische Züge hat. Ich ziehe in Erwägung, ob ich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben könnte. Und er über Jahre mit seinem Verhalten viele Leute belastet haben soll, unter anderem auch Lou und Adi. Lou und Adi haben da eh noch den biggest Schaden ever erlitten. Das soll ein großer Punkt gewesen sein, warum sich die Leute in der Hydro-Click verstritten haben. Er sieht unfassbar aus wie ein TJ Beastboy-Fan, findet ihr nicht auch? Sind dadurch dann Dynamiken und Probleme über die letzten Jahre immer größer gewachsen. Mit diesem Statement hat Taddel seinen kompletten Content auf seinen normalen Channel gelöscht. Man kann nur noch seine Musik finden, denn Taddel möchte sein Image, was er sich über Jahre aufgebaut hat und was laut ihm fake ist, komplett aufgeben. Taddel wird es jetzt nicht mehr geben. Ich werde diese Persona, diese Figur Taddel killen. Er hat geistkranken Stuff über sich selber gelegt. Ich habe über die Jahre mit mehreren Girls gesextet, so Nacktbilder ausgetauscht und so. Ich fasse euch heute alles kurz und knapp zusammen. Viel Spaß bei dem Video, Leute. Für die, die tatsächlich Taddel nicht kennen. Ich fasse das mal eben kurz zusammen hier. Ja, im Endeffekt ist das ein YouTuber von ganz damals noch. Er war quasi die erste Generation der YouTuber. Halt damals noch so mit Leuten wie Iblali beispielsweise oder die Außenseiter, ne? In dieser Generation ist er quasi so groß geworden halt. Und im Endeffekt hat er anfangs so dieses Format What the Fact gemacht. Da hat er einfach random Fakten irgendwie... Taddel kenne ich nur vom Megaprojekt. Wie aufgezählt. In Schottland ist es illegal, betrunken zu sein. Aber nur, wenn man im Besitz einer Kuh ist. War ein bisschen goofy, das Format irgendwie. Aber das ist auf jeden Fall sein großer Durchbruch gewesen. Ausgerechnet diese Videos sorgen dann für den Durchbruch des Kanals. Und dann hat er plötzlich alles... des Kanals... gelöscht. Jedenfalls waren dann alle Videos weg. Und dann ging's los mit Dead Adam. Konnten wir zusammen mit Mary endlich ein Projekt verwirklichen, das wir schon länger geplant hatten. Und zwar eine eigene EP. Junge, wie redet er denn? Pi. Dort hat er mit Adi, das wird heute noch wichtig, über den reden wir heute noch, und Mary eine Band quasi gemacht. Herzlich willkommen bei Rock am Ring. Hi, ey. Ihr seid zum ersten... Oh Gott, die waren ja mal ehrlich cringe. Mal hier. Dead Adam hieß die. Und im Endeffekt hat er so seine Musikkarriere quasi dann gestartet. Die haben dann anschließend aufgehört und daraufhin hat er dann selber... Ist das hier auch ein Dead Adam Beat im Hintergrund? Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Einfach weiter Musik gemacht. Knife Life. Ja, und das macht er halt bis heute. Er hat erst vor kurzem eine neue EP released. Ja, und ganz, ganz grob zusammengefasst ist das sein Lebenslauf. Ah, zwischen Wolkenkratzer und durchs Nightlife. True, true, true. Quasi auf YouTube. Und seitdem hat er auch immer wieder gestreamt. Hatte ich ein Lagerfeuer hier drin? Gute Nacht, Peony. What the fuck? Danke! Jetzt brennt die Bude. Bis nächste Woche. Aber immer wieder mit kleinen Pausen dazwischen. Also manchmal hat er dann einfach mega lange nicht gestreamt. Ist jetzt auf jeden Fall. Denn er hat seine ganzen Stream-Highlights und so weiter offline genommen. Nur noch die Statement ist quasi zu finden. Genau, und darauf gehen wir. Der hat immer so Beatbox-Shit gemacht. Heute ein. Am Anfang redet er über diese Hexenjagd, die ja aktuell immer bei Annie und Mois und so weiter statt. Alter, seine Videos sind krass geeditet. Warum sind meine nicht so? Findet. Diese Hexenjagd feiere ich nicht, dass man die Menschen aufzieht. Warum ist Taddels Gesicht so nah rangesucht? Achso, weil es hochkant ist. Zeigt, dass man eben nicht so grundlos idealisieren sollte. Finde ich super. Was ich aber richtig scheiße finde, ist, dass manche Leute daraus jetzt nicht... Dieser Stern ist scheiße in seinem Gesicht. Seine anderen Gesichtstattoos sind ja eigentlich ganz cool, aber der macht es irgendwie ein bisschen kaputt. Den Schluss ziehen, Menschen weniger zu idealisieren, sondern die übrigen, in Anführungszeichen, noch mehr zu idealisieren. Die Leute schauen sich halt immer gefühlt diese Videos an, okay, und steigert sich dann so krass in ihren Film, dass dann gefühlt die Leute, wie schon Taddel sagt, in den Suizid getrieben werden. So. Und jetzt lassen wir all unseren aufgestauten Frust an diesen Menschen raus und schreiben denen Nachrichten, die so klingen, als würden wir die in den Suizid treiben wollen. Jungs, hier werden natürlich Influencer aufgezeigt, die natürlich scheiße gebaut haben und so eine Scheiße. Aber die Leute, die machen dann immer so Sachen daraus, zum Beispiel auf Twitter und so weiter, man darf sich das gar nicht durchlesen, egal, das ist geistkrank, und pushen dann diesen Film so krass. Natürlich ist es goofy, wenn zum Beispiel eine Annie plötzlich wieder streamt, wo sie eigentlich gesagt hat, dass sie sich auf sich... Nö, eigentlich nicht goofy. ...fokussieren möchte. Habe ich ein Video zu gemacht, schaust du gern an. Ich habe vergessen, wie er heißt. Juju. ...und an sich arbeiten möchte und sie quasi halt komplette Scheiße wieder in den Streams labert und ihre Community irgendwie... das irgendwie vergessen hat, ich weiß nicht, Digga. Aber es wirkt halt manchmal so, als ob dann Leute irgendwie der Meinung sind, dass eine Annie nicht mehr streamen darf oder ein Unge auch nicht mehr streamen darf, Digga. WTF? Bro, die sollen einfach nur ihre schlechten Eigenschaften ablegen und die Leute vernünftig behandeln, dann ist alles gut. Tatsächlich sagt T von sich selber, dass er in Erwägung zieht, dass er eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Ich ziehe in Erwägung, ob ich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben könnte. Bei beispielsweise Online-Beziehungen meint er, dass dort halt seine Maske quasi noch nicht gefallen ist. Aber sobald er engere Beziehungen führt, dann fällt halt diese Maske und plötzlich merken die Leute, dass er so, wie er sich zum Beispiel online gibt, also quasi als vernünftiger, rücksichtsvoller Mensch und so weiter,
weiter, dass er das halt einfach in Real Life gar nicht ist. Als Beispiel gibt er die Freundschaft von Adi und Lou an. Die wollten damit zusammenziehen und quasi dort ein autonomes Leben führen. Die meisten Leute von euch werden es auf dem Schirm haben. Wir haben damals diese Gang. Das war wirklich mit das Beschissenste von allem, wirklich. Was er mit denen gemacht hat, war wirklich crazy. Ihr habt diese Group immer den Traum gehabt, wie in so einer Art Kommune zu leben, autonom und hier und da und waren so super eng miteinander. Und dort soll er eine Art Doppelleben quasi geführt haben. Immer wenn er... Sein Mikro sieht cool aus. Das ist ganz normales Rode Podcaster, glaube ich. Er quasi gemerkt hat, dass eine Aussage beispielsweise oder sowas bei seinem Gegenüber eine negative Reaktion auslöst, soll er das absichtlich nicht gezeigt haben. Wenn ich einmal in eine Konfrontation gerate und jemand irgendwie eine emotionale Reaktion auf etwas zeigt, was ich sage, sei es lauter werden, sich aufregen, gebrochen sein davon, was weiß ich, dann speichert sich das in meinem Kopf ab als, okay, ich darf diese Type of Information vor dieser Person nicht mehr aussprechen. Viele haben mich auch übrigens kritisiert auf die Reaction auf Tadel, weil die meinten, ich wäre unemotional, herzlos und kann ihn nicht verstehen. Ich muss da mehr, dass er eine Persönlichkeitsstörung hätte und dass er deswegen nicht aufhören könne zu lügen. Also bei aller Liebe, auch wenn er eine Persönlichkeitsstörung hat, er kann auch daran arbeiten, dass er nicht mehr lügt und andere Menschen wie Scheiße behandelt. Also bei aller Liebe, das sollte man schon hinbekommen. Das kriegt man hin, eine Persönlichkeitsstörung, das hindert bestimmt daran und es macht es schwerer, aber wenn du eine Suchtkrankheit hast, dann kannst du auch trotzdem da aufhören und trotzdem die besiegen, auch wenn das unfassbar schwer ist. Somit war es dann quasi bei ihm so, wenn er beispielsweise alleine war oder so. Und das dann als Ausrede zu benutzen dafür, dass du andere Menschen halt wie beschissene Scheiße behandelst, ja, dann bist du halt einfach kein cooler Mensch so. Oder mit anderen Personen unterwegs war. Dann soll er sich sehr anders benommen haben, als wenn er zum Beispiel dann mit Alien Loop. Generell so Krankheiten und Probleme so quasi als Ausrede für alles zu nehmen, fühle ich einfach nicht. Ist scheiße so. Wieder unterwegs ist. Und somit soll er den dann vorgegaukelt haben beispielsweise, yo, wir sind best friends, wir ziehen jetzt zusammen und alles. Und dann hatte er dann beispielsweise hintenrum doch gar nicht so viel Lust darauf. Und das ist einer der... Nicht nur als Ausrede für andere, sondern als Ausrede für sich selbst, ne? Ist doch alles Selbstdiagnose true. Erstmal behandeln und eine Diagnose von einer Fachkraft abholen, da hast du auf jeden Fall recht. Die größten Gründe, warum dann die Hydra auch zerbrochen ist damals. Damals hat auch Adi einen relativ krassen Track darüber gemacht. Hey, ist okay, wenn du gehst. Lass mich schwimmen gehen im Leid, aber kill ich meine Zeit. Und auch bei Tidal findet man die ein oder andere Line, wo darauf angespielt wird. Scholle mit der Gang, würde ich sagen, hätte ich sowas wie eine Gang. Man merkt auch einfach an alten Videos von T, dass er damals seine schlechten Eigenschaften so ein bisschen runtergeredet hat. Ich habe ja eben schon mal gesagt, dass ich eine krasse Konfrontationsangst habe. Die äußert sich bei mir halt leider immer in sehr passivem Verhalten. Also anstatt Dinge anzusprechen, werde ich einfach sehr passiv und spreche gar nichts mehr an. Heutzutage ist er ganz straight und sagt in die Kamera. Transylvania, ja, denke ich auch. Aber yo, ich bin so. Ich habe das immer getarnt als Harmoniebedürftigkeit, was ja irgendwie erstmal halb so schlimm klingt. Jedenfalls ist nicht einfach nur dieses Fränzchen. Von okay, ich bin vorsichtiger mit was ich sage, sondern ich fange an zu lügen, pass mich an, sag Dinge dann mit Absicht anders. Das können die meisten auf Social Media. Das ist halt so weird, dass er halt genau weiß, was er falsch macht, aber es nicht hinbekommt, es besser zu machen. Und bei aller Liebe, da bin ich mir sicher, dass das möglich wäre. Einfach nicht. Das ist einfach so. Das Problem dabei ist nämlich, dass seine Community ihn immer auch bei den schlechten Sachen einfach bestätigt, weil er halt einfach dieses Gutmensch-Image hat. Man merkt das auch übrigens jetzt einfach bei diesem Video auch, dass trotzdem seine Community ihn einfach in jeder Sache gut redet. Jungs, was er da sagt, das ist nicht toll. Und das sollte man nicht runterreden. Dass dann so Leute wie Lenny spawnen und sagen, oh mein Gott, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Ich weiß das viel besser. Du redest dir das alles nur selber ein. Ich habe einen weiteren Begriff, den ich einfach mal in den Raum schmeißen möchte. Und das ist Overhealing. Warum ich der Ansicht bin, dass es sich bei Tadel eher unwahrscheinlicherweise um tatsächlichen Narzissmus handeln könnte. Und ich habe gerade eben während der Lovebombing-Thematik schon erwähnt, dass ich... Ich weiß es nicht. Aber ich halte mich da auch raus. Ich will da gar keine Sachen behaupten oder nicht behaupten. Ich bin ja kein Psychologe, ne? Ich finde das schwierig, da irgendwie mit Sachen um sich zu werfen. Egal aus welcher Perspektive. Ich da eine andere Sache viel eher erkenne. Hyperfokus. Die übermäßige Fixierung auf eine Sache. Das würde ein Narzisst niemals sagen. Das ganze Video lang ist die völlige Anti-Definition von Narzissmus. Umso wichtiger, Tadel, dass du dir jetzt die Zeit für dich einfach nimmst. Bestimmt ist eine Social-Media-Pause auch grundsätzlich eine gute Idee. Naja, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich nochmal ein Video drüber. Diese ganzen Sachen, die er gesagt hat und die auch noch gleich kommen, ihr müsst euch... Einfach Lenny Front. Piu-piu.
ja vorstellen, die redet er nicht selber sich selber ein. Er hat ja auch Leute einfach um sich rum. Und diese ganzen Elise, Sachen danke kommen ja auch von diesen Leuten. Seine Frau hat auf Freeds bestätigt, dass das auch mit denen abgesprochen auf was? Ist. Das ist nicht irgendwie ein reflexartiges Video, was er jetzt irgendwie gemacht hat, wie zum Beispiel ein Unge das damals gemacht hat. Er war schon davor in Therapie und das sind auch alles Sachen, die von teilweise anderen Leuten kommen. Die haben Adi und Lou oder seine Frau beispielsweise bestätigt. Und ich kann mir auch vorstellen, da gibt es auch andere Leute, die vielleicht gar nicht so im Internet präsent sind, die auch gesagt haben, yo, das ist halt nicht cool, wie du dich gerade gibst so. Also deswegen redet es nicht schön und macht auch keine Videos darüber. Oh mein Gott, Tadel, rede das nicht selber ein. Du bist gut, wie du bist. Jeder kann ja ein bisschen an sich arbeiten, aber ich glaube, du bist gar nicht so schlimm. Bro, ihr könnt es doch gar nicht einschätzen. Wenn Tyler das von sich selber behauptet und Leute wie seine Frau oder Adi und Lou das dann auch mit bestätigen, dann wird da wohl was dran sein. Er meinte, dass er am Anfang seine Frau komplett gelovebombt haben soll und halt immer nur die positiven Seiten von sich gezeigt hat. Als ich meine Frau kennengelernt habe, ich habe sie absolut gelovebombt. Ich wollte sie sofort bei mir haben. Aber anscheinend soll er auch so ihr ein falsches Bild einfach absichtlich präsentiert haben. Einfach, weil er halt ja einfach dieses Doppelleben geführt hat, wo er halt immer extra negative Reaktionen vermieden hat. Irgendwann ist es ihr aber aufgefallen, dass er sich bei Adi und Lou zum Beispiel komplett anders verhält, als wenn die nicht da sind. Also ihr müsst euch vorstellen, sie hat beobachtet, jo, Tadel verhält sich bei Adi und Lou so, aber wenn nur ich mit ihm in einem Raum bin, dann verhält er sich plötzlich so, aber so mäßig halt, dass er sich halt vor den Leuten verstellt, so. Meine Frau hat gemerkt, irgendwie redet er anders über Lou und Adi, wenn die nicht dabei sind. Ja, und quasi hat sie ihn dann so ein bisschen exposed und hat... Keine Ahnung, ich find's immer noch krass, wie viel Scheiße da abgeht. Also, ich muss sagen, bei meinen Internet-Freundschaften, Kontakten, Bekanntschaften... ist auch immer wieder Stress, die Leute fucken mich auch oft ab, die Leute kommen und gehen, so Internetfreundschaften, die sind kaum existent, bin ich ganz ehrlich, generell, ja, das ist einfach nicht, natürlich gibt's das und die können auch krass sein, aber es ist natürlich deutlich schwieriger als so in Real Life, aber ich muss sagen, in echt, ich hatte noch nie in Real Life krassen Streit mit Freunden, Probleme, dass ich irgendwie einen hintergangen habe. Ich wurde nicht hintergangen von anderen. Das ist einfach nicht passiert tatsächlich. Also, ja, ich finde das erschreckend, wie viel Scheiße da abgeht, weißt du, weil ja, das so für mich vollkommen lebensrealitätsfern ist. Flex einfach mit Freunden, ich schwöre, ich kann diesem Stream nichts sagen. Glück gehabt. Ja, aber also das, was Tadel da erzählt, das ist ja wirklich, also das ist ja Scheiße nach Scheiße nach Scheiße nach Scheiße, an dem er selbst schuld ist, aber trotzdem, das ist ja, also, da stimmt doch irgendwas nicht. Dann halt versucht, das halt zu kommunizieren, weil ihr das halt aufgefallen ist. Im Endeffekt, sie hat das beobachtet, was da schon seit Jahren läuft und halt darauf aufmerksam gemacht. Und im Endeffekt hat sich darauf dann halt die ganze Clique quasi zerstritten, leider. Jedenfalls ist meine Frau auf diese Diskrepanz aufmerksam geworden und hat dann ein ehrliches Gespräch initiiert zwischen Lou, Adi und mir. Da ist dann alles explodiert. Seine Frau soll dann eine relativ traumatische Geburt erlebt haben und im Endeffekt war das Schlimme dann einfach daran, dass T trotzdem nicht für sie emotional da war. Sie war eher zu der Zeit leider das emotionale Pflaster von Tadel. Der hat nämlich, ja, sag ich mal, ein bisschen gehadert mit seiner Ex davor noch. Was auch noch absolut zu tragen. Tadel, der hat nämlich... Aber, warte mal, Jody und Tadel waren nicht zusammen, oder? Die haben nur über Tadels Trennung mit seiner Ex geredet, oder? Ja, sag ich mal, ein bisschen gehadert mit seiner Ex davor noch. Was auch noch absolut zu tragen gekommen ist, ist, dass ich absolut krankhaft über meine Ex-Freundin gesprochen habe. So Menschen, die mich im Internet länger schon verfolgen, können sich ungefähr vorstellen, wie das gewesen ist, weil ich im Internet auch sehr viel über diese Trennung immer geredet habe. Tia und ich sind gerade in so einer sehr ähnlichen Situation, aber trotzdem auch komplett verschieden. Wir haben uns nach so jahrelanger Beziehungsphase von unseren Partnern Okay, hat meine Frage beantwortet. Ich kenne dich von YB, finde dein Content super weiter so. Wer ist YB? Hä? Trend oder? Das ist natürlich nach der Geburt. Holy shit, Digga. Weiß ich nicht, ist ein bisschen hart. Und im Endeffekt hat sie wegen solcher Sachen dann einfach wirklich so quasi so, wie er schon sagt, Psychosen tatsächlich entwickelt. Und hat sich dann sich vorgestellt, yo. YouTube? Ah, okay. Oh, dieser Mensch. Ich dachte, ich habe irgendeinen Creator gedacht. Ich dachte, hä? Welcher YouTuber hat solche Initialen? Ich dachte, hey, Y, wer fängt denn so an? Also Tadel will mich jetzt komplett zerstören, so. Dann in der Zeit danach, in der Wochenbettzeit quasi, sie nahezu eine Psychose entwickelt, weil diese Verhaltensmuster bei mir nicht aufgehört haben. Und meine Frau hat da die Psychose entwickelt, hat wirklich daran geglaubt, dass ich den Masterplan hätte, sie zu zerstören und mich deswegen so verhalte. Und danach hat er eine Sache geleakt, die, ja, die ist krass. Er meinte, dass er seine Libido nicht unter Kontrolle hat. Und naja, hat dann halt mit jüngeren Fans quasi geschrieben und die haben dann halt Bilder ausgetauscht öfter mal. Also er war sich halt darüber bewusst, dass das... Ich habe meine Libido unter Kontrolle, indem ich 5 Dating-Apps pflege.
Kann ich weiterempfehlen. Lass ein Follow da. Quasi Fans von ihnen sind. Für mehr weitere gute Tipps. Und hat das dann halt so ein bisschen ausgenutzt. Ich habe über die Jahre mit mehreren Girls gesextet, so Nacktbilder ausgetauscht und so. Nicht mit Minderjährigen, aber trotzdem mit jungen Frauen. Gute 18, Quote 19, Mellos, 20 oder? Und teilweise Menschen, die ganz offensichtlich Fans waren von mir. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist natürlich nicht gut. Ihnen ist das sehr unangenehm. Ja, und all in all waren das so die wichtigsten Punkte eigentlich. Er möchte halt nicht, dass seine Tochter mit so einem Vater aufwächst, der solche Züge hat. Das Krasse ist halt einfach, dass er wirklich jahrelang so schon mäßig einem was vorgemacht hat. Hat er halt ja einfach wirklich für Werte eingestanden, wie dass es einfach ein Safe Space bei ihm ist, mäßig so. Dass er dann quasi das hintenrum so ein bisschen ausgenutzt hat, das ist schon krass. Aber es ist gut, dass er erkannt hat, dass es nicht gut ist. Im Endeffekt sind das alle Sachen, ich will da gar nicht schönreden, aber ich möchte auch jetzt nichts zu Tode haten. Das Ding ist, was glaube ich immer so viele nicht verstehen ist, wenn die Leute an sich arbeiten, dann ist alles schon geleistet so. Und wenn die dann in einem halben Jahr vielleicht wieder streamen, sich reflektiert haben, dann ist doch gut so. Im Endeffekt will sich jetzt Tadel... Ja, denke ich aber auch. Also wenn die aktiv keinem schaden, ist ja okay. Man muss ja halt auch wirklich nicht übertreiben. Wenn jemand irgendwie Scheiße baut, dann darf der danach auch weiterarbeiten. Und in der Öffentlichkeit, solange die halt keine Gefahr für irgendwen sind, wenn es jetzt kein Mäus oder so ist, dann finde ich schon, dass man da auch weiterarbeiten kann. Aus dem Internet erstmal komplett zurückziehen, an sich selber arbeiten, selber reflektieren. Ich werde jetzt als Tadel komplett verschwinden. Ich werde weiterhin Musik machen für mich. Erstmal, ich brauche diese, ich habe einen intrinsischen Drang zu kreieren. Ich brauche diesen Ausgleich in meinem Leben. Wann und in welcher Form ich vielleicht irgendwas wieder hochlade, keine Ahnung. Aber in jedem Fall bin ich nicht mehr Tadel im Internet. Ich bin nicht mehr als Privatperson da, die sich irgendwie zelebriert. Alex, der ist nicht mehr rothaarig. Oder idealisieren lässt. Jungs, das war's mit diesem Video. Okay, doch ein bisschen. Genau, vergesst auf keinen Fall zu abonnieren. Das könnt ihr jetzt hier rechts. Und Leute, genau, checkt die nächsten Goofy Quest demnächst ab. Wir haben crazy Interviews mit großen YouTubern wieder gemacht. Bevor die rauskommen, würde ich aber an eurer Stelle erstmal alle Goofy Quest Folgen in dieser Playlist hier. Dieser hier. Was zum Fick ist eine Goofy Quest, Alter? Was in dieser Folge geschehen? Meinen Hut auf, was soll das? Okay, ja, nee, cool, Juju, danke für das Video, fand ich sehr interessant. Ich meine, wir kannten das schon, wir haben ja das Original gesehen, aber er hat das auf jeden Fall nochmal ganz gut aufbereitet und ein paar nice neue Sachen reingeworfen. Auch das mit dem Lenny fand ich sehr cool. Und ich fand, der hatte auch eine ziemlich based Meinung. Schaut auf jeden Fall also mal vorbei, ist natürlich verlinkt in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung findet ihr aus Versehen. Außerdem natürlich noch einen Link zu Twitch. Dann könnt ihr das Ganze hier auch nochmal live verfolgen. Ansonsten gerne abonnieren, liken, supportet das Originalvideo. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ich hab euch alle lieb. Ciao!